Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf Base TV. Heute widmen wir einem Vlog nur SpongeBob. Er feiert nämlich 20. Jubiläum und da müssen wir natürlich ordentlich mit feiern. Oh ja, deswegen versuchen wir jetzt gemeinsam den absoluten SpongeBob-Master zu finden. Also wir wollen herausfinden, wer am meisten über SpongeBob weiß. Los geht's! Sprühdose! Sprühdose! Was ist SpongeBob? SpongeBob ist ein Schwamm aus Bikini Bottom. Korrekt. Hat SpongeBob ein Haustier? Ich glaube eine Schnecke und ihr Name ist Gary. Und was sind SpongeBobs Lieblingshobbys? Quallenfische? Ja. Und Burgerbraten. Genau. Oha, wow. Wie heißt Mr. Krabs mit vollem Namen? Eugene? Ja. Eugene Krabs? Aber Herbert wahrscheinlich hat er noch dazwischen. Herbert. Herbert. Oh mein Gott, okay. Eugene Herbert Krabs. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Was ist dein Lieblingssong aus der SpongeBob-Serie? Du bist ein taubes Nüsschen, yeah! Okay. Deine Lieblingsfigur? Blaubeerspube. Okay. Dein Lieblingsessen aus SpongeBob? Der Burger aus dem Abfalleimer. Welche ist die am längsten laufende Nickelodeon-Serie? Schwer. SpongeBob? Ja! Oh mein Gott! Okay, und was ist SpongeBob überhaupt? Ein Schwamm? Richtig. Genau. Weißt du, wie lange die Macher von SpongeBob für eine Folge brauchen? Oh nein. Schätzen. Ich glaube lange. Ich glaube so. Gott. Etwa. 2000 Jahre später. 2 Wochen, 3 Wochen. 5 Monate. Denkst du, es gibt Bikini Bottom wirklich? Klar. Wie heißen die Hosen von Patrick? Bermuda-Shorts? Ja, richtig. Was braucht SpongeBob eigentlich überhaupt zum Überleben? Wasser und ganz viel Liebe. Und wie heißt das einzige Eichhörnchen im Ozean? 6,5 Stunden später. Sandy. Was wünschst du SpongeBob zum 20. Jubiläum? Ganz viel crazy Ideen. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Weil SpongeBob ist meine Kindheit, ich bin damit aufgewachsen, ich liebe SpongeBob über alles. Und noch ganz viele Jahre. Und ich hoffe einfach, dass es immer lustige Folgen aus der Welt von Bikini Bottom geben wird. Und dass er so bleibt, wie er ist. So, das war echt ein cooles Quiz. Hat voll Spaß gemacht. Mhm. Wer ist denn für dich der absolute SpongeBob-Master? Also ich denke, Malcolm hatte schon echt Ahnung. Oh ja, das stimmt. Er wusste echt alles. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich Bock auf SpongeBob bekommen. Da wäre ich dabei. Was ist denn eure Lieblingsfolge? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Also bis dann. Wir freuen uns auf dich, dich, dich und dich.